Hallihallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Show Your Minecraft Chip. Heute mit dem fünften Kandidaten, dazu aber gleich mehr. Erst einmal darf ich die Jury wieder in den Raum, also den Rest der Jury in den Raum bitten. Wow. Fliege rein. Gut. Du musst die Zaubermusik einnehmen. Vorher noch ein Red Bull zu sich genommen. Gut, also, ja, Lame, was steht uns heute bevor? Heute steht uns die SS Colossus von Sealex TV bevor. Das Schilde dürfen wir töten. Jetzt habe ich mich echt versprochen, das verzeiht mir, glaube ich, nicht. So, und die SS Colossus gehen dürfen sofort wir auch drauf und bilden uns mal unsere Meinung. Da hätten wir also die Colossus. Ja. Ja, ne? Erstmal von außen vielleicht ein bisschen zeigen. Aber sagen wir kennen die ja auch schon, ne? Und sie ist nicht schlecht. Sagen sie. Ja. Du kennst sie. Ich kenn sie. Aber nicht alle. Ich kenn sie auch. Max kennt Max sie kennt auch. Sie, Robin kennt sie und. Marvin kennt sie nicht. Und Marvin kennt sie nicht. So, sagen. So, wir haben ja auch. Überdimensional. Eine Bug und eine Heckdekoration, ne? Colossus 0 ist das Hemd 0, okay. Wir haben aber zum Glück keine derartigen Blöcke verwendet, weil das Schiff hat, besitzt ein Ruder. Und gute Schiffsschrauben. Das Ruder ist ein bisschen komisch, aber die Schiffsschrauben sind gut. Wir beginnen auf der Brücke. Einfach Deck für Deck, vielleicht übersehen wir was, aber hey. Kann ja nicht immer alles sehen. Ja, unsere hübsche Technik hier mit den Stufen. Wir sollten mal ein Patent drauf anmelden. Nee. Und auf Ceilings. Und auf das Steuerrad. Ja, auf alle Sachen hier Patent und dann werden wir reich in sehr viel zu kurzer Zeit. Ist... Wie alle die Treppe runterkommen. Die Crew. Ein WC ohne Milchglas, auch gut. Ja, Voyeurismus ist hier ganz hoch im Kurs. Radio Room. Ja, ist halt so ein Stil halt, wie wir den damals hatten. Ja, ich nehme mal an, dass das jetzt auch nicht so sehenswert ist hier. Weil das ist ja hier nur Crew. Das Treppenhaus ist ein Deck weiter unten. Was ich mal interessant finde, ja. Die haben hier quasi unter diesen Takelagenseilen, haben die nochmal so einen Block gesetzt, um zu signalisieren, da ist es eine Vorrichtung, die das hält. Habe ich zum Beispiel auf meinen Schiffen nicht. Ja, aber der muss Amboss. Ambosse stehen. Ja, bei euch sind es Ambosse, ich habe das noch gar nicht. Ich muss mal was überlegen. So. Lounge. Eigentlich recht schick. So, okay. Dieser Kamin, sehr schön. Gefällt mir wohl. Ja, also hier fehlt eine Pflanze, hat die gerade gekillt. Das kann sein, dass die bereits... Bei dieser Truppe, Ach, dann sehr vier Jahresringe. Ja, es ja. Ist... Das haben die nicht gemacht, das ist mir auch aufgefallen, hier auch. Da gibt es einen schönen Befehl für. Den Befehl ist aber nein. Es ist cooler, wenn das so ist, wie es ist. Sagen Sie. Ja, weil so schräge Sachen über Türen sieht cooler aus und so abgrenzungsmäßiger als, egal. Wie sieht es denn hier aus? Ja, das ist eine Kuppel. Hier ist ein schönes Bild wieder. Ja. Also Bilder fallen in der, also wir hatten das ja in der 1.8 oder das wäre ursprünglich für die 1.8 vorgesehen, da fallen die Bilder ab, das habe ich jetzt gerade hingemacht, aber das hat dann irgendwo einiges von uns abgeguckt und dann haben auch die Doppeltüren. Ja, weil, ja, das finde ich sehr nett von ihm, weil keiner anscheinend, okay, doch, ich glaube Max mag es eigentlich, der es nicht mag. Auf jeden Fall, ich kenne den Typen ein bisschen, er ist ganz weit, auf jeden Fall hat er mir mal gesteckt, dass er von der Quetta hier abgeschaut hat, diesen Raum. Das fällt aber auch auf. Also, ist schon ähnlich. Der Boden gefällt mir übrigens nicht. Der passt nicht. Der ist so. Nein. Der ist so schokoladenbraun, ne? Ja, der ist so dunkel. Da sollte man in die Tiefe fallen. Ah, hier geht's besser. Also, ich sehe schon, das ist ein Schiff in der Kategorie einfach zu groß, um alles hier zu überblicken. Deswegen werde ich mich jetzt wieder zurückblicken. Das Treppenhaus. Ja, es ist voll klein eigentlich. Ja, bis ich dann mal durch bin, ich die ganzen einzelnen dritte Klasse Bereiche. Ich meine, dritte Klasse interessiert uns jetzt auch nicht so sehr. Zweite Klasse sollte man noch zeigen. Ah, hier. Ah, da geht's auch noch mal. Ist am Heck. Ja, in der Tat. Wir sollten uns vielleicht mal Richtung All zweite Klasse. Urlaub Deck. Zum Order kommen wir später noch. Cole, ja.
So, hier brennt irgendwo. Moment. Du kannst echt froh sein, dass ich Feuer auf meinem Server aus habe, sonst würde uns das Schiff unterm Arsch wegbrennen. Wenn das jetzt nicht die Kessel sind, sondern ein Kamin. Man kommt hier, glaube ich, auch gar nicht hinter. Wir müssen uns jetzt durchbohren. Ich glaube, der hat auf der Map das Feuer ausgestellt. So, meine Damen und Herren, ich teleportiere euch zur zweiten Klasse. Hier. Ja, aber man kommt auch hier nur von hinten rein. Das ist eine strikte Klassentrennung. Ne? Man kommt von vorne gar nicht in die zweite Klasse rein. Treppenhaus gefällt mir. Wir sind hier. Ich liebe enge Treppenhäuser. Ich liebe Beengung. Ich weiß nicht warum. Es gibt Menschen, die haben Angst vor engen Räumen. Ich liebe du enge bist Räume. Nicht ja, wir werden dich mal klaustrophil. Ich liebe enge Räume. Das ist so gemütlich. Die sind so. Robin, wir werden dich mal lebendig begraben. Nein, was ist mit dem Licht hier los? Ist die Kabine bei euch auch dunkel? Und dann wollte ich mich ausgraben und dann bin ich es gar nicht. So Leute, was ist dem? Ja, die ist relativ dunkel, keine Ahnung. Ja, obwohl die Lampen sind. Hey, die ist total hell. Was habt jetzt, ihr? Jetzt wurde es auf einmal hell. Ja, jetzt ist es auf einmal hell. Nein, Lin ist nicht lebendig begraben. Das ist böse. Du hast den Film gesehen, das Wiese. Ja, ich habe den Film gesehen. Der Dining Room? In der Wüste. Wenn das Sand reinkommt. Und dann stirbst du dann. Langsam qualvoll. Ich mag's nicht. Genau. Oh. Ist auch schön gestaltet, der Raum. Zeitlich, das ist sowieso immer schön, als. Als Verzweiflung hast du bei Robin schon mal gepunktet und zwar ziemlich stark. Zeitlich, das ist. Eine grüne Kuppel. Gut. Also ein Glasdach. Herrschaft, Zeiten, will noch jemand durch mich durchlaufen? Was haben wir hier? Ein Sofa. Okay. Dann geht denn das hier. Ah, hier sind wir wieder. Gut. Da ich schon mal was hier freigebuddelt habe aus Versehen, können wir in den Maschinenraum sofort rein. Freigebuddelt. Ja, aus Versehen. Ah ja. Gibt's kein Deck mehr sonst? Okay, dann Maschinenraum. Oh, die Kessel kommen uns auch bekannt vor. Gute Funnel Lab Takes. Mhm. Bisschen klein die. Ist nur ein Schornstein, ne? Ja, hat nur einen Schornstein. Das ist auf jeden Fall ja, schön, dass man mal Leute auch inspirieren kann, so ein bisschen hier, ne? Das ist eindeutig hier von der Empress of Island. Ganz eindeutig, das ist ganz klar, was da war. Ist keine Diskussion. Ist auch interessant, ne? In Virtual Sailor gibt es ähnliche Schiffe, die sind aus vielen verschiedenen Schiffen zusammengewürfelt. Und hier hat jemand sich Robins Schiffe zum Vorbild genommen. Und deine. Ja, doch, ich glaube, er meint. Also, er meinte, Quetta war hier drin, bisschen Empress und Kaiser Wilhelm. Also ist und Imperator. Wo ist denn der Imperator? Am Bug. Ja, Bugverzierung, Heckverzierung. Ja, okay. Heckverzierung könnte auch Kaiser sein, aber die Bugverzierung ist schon ziemlich adlerhaft. Fällt auch Lusitania sein. Ihr könnt ja von mir aus auch mal einen Wellensittich vorne ranpappen, ne? Das muss ich kein Adler sein. Ja, gut, doch mal ein Beuteltier. Das ist auch seiner Quetta angelehnt hier. Oder ein Hängebauchschwein oder eine Wüstenrennmaus oder. Eine Wüstenrennmaus. Nein, warum sollte man eine Wüstenrennmaus vorne ran packen? Das macht keinen Sinn. Lassen Sie das. Eine Katze. Okay, ich werde jetzt mal gucken, wo es hier hingeht. Eine Zecke. Es ist immer schön, wenn man ein bisschen Sicherheitseinrichtungen hat. Die Frage ist nur, geht es hier noch weiter hoch oder ist es das gewesen? Drommelbecher. Hier geht's weiter. Trockenbecher, ja. Oder. Hier ist ein Lagerraum. Das sieht mir sehr nach Copy-Paste-Arbeit aus. Ja, haben wir. Oder eine Schabe. Hä? Der hat's verwirrt aufgebaut, das gefällt mir. Das ist so fucking, was soll das? Das ist so toll. Wo seid ihr jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt zurück im Dining Saloon und genau da werden wir. Ich hab mich hier unten durchgebaut. Da waren Kohlebunker und jetzt bin ich im Lagerraum. Ich denke, hier werden wir dann auch die Map wieder verlassen. Wir sehen uns wieder im Studio. Warte, ich glaube, ich behalte ihn mal. Gut, zurück im Studio. Wir fangen an bei. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube, bei LPH war es, oder? Nee, bei Marvin. Marvin, LPH. Fangen wir bei Marvin an. Ja, gut. Jo. Also. Mir haben sehr viele Räume sehr gut gefallen. Ja. Eigentlich fällt mir jetzt so nichts Negatives ein. Kurzfristig. Mehr habe ich da noch nicht. Gut. Marvin ist kein Mann der großen Worte. Er ist einfach kurz und prägnant. Sehr schön. Robin.
Das hat es bestimmt nichts mit der Qualität des Schiffs zu tun. Ich höre das aber nur so, ich bin gar nicht. Das Schiff ist zu gut, das ist. Diese Show lebt davon, dass wir schlechte Schiffe fertig machen. Und deswegen darf es nicht gewinnen. Darf es hier nicht sein und das ist ja gut. Nein, das ist. Es braucht mindestens zwei Joker oder zwei Wasser, damit es nicht weiterkommen wird, weil nicht gewinnen kann. Was heißt gewinnen kann? Das entscheiden jetzt zum Schluss die Zuschauer. Aber ich dachte, das wäre so, wenn alle drei Joker oder zwei Joker aktiviert sind, dann haben die Zuschauer nichts mehr zu sagen, dann kann das automatisch nicht gewinnen. Wenn er das drei Wasser bekommt, werden die Zuschauer das auch nicht wählen. Also so fair schätze ich unsere Zuschauer jetzt mal. Es wäre erstmal ernsthaft. Doch, okay. Das Schiff war eigentlich relativ, also es war gut, ja. Nee, nicht relativ, es war gut. Es hat sehr schöne Stiles gehabt und so. Viele Sachen waren an uns orientiert, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und ja, es war eigentlich sehr gut. In der Show hätte ich dem Typ eine 2 gegeben. Eine 1, ich gebe eigentlich keine Einsen, weil ich bin böse. Aber ich hätte eine 2 gegeben. Gut. APA. Sorry, es sieht ein bisschen aus, als ob Philipp auf Lins Schoß sitzt. Ja, wir haben schon zwei Sitzplätze, ne? Also. Lame, was machst du da hinten? Ja, Lins, erzählen Sie, APA. Nee, dann fange ich an. Also, Schiff war gut aufgebaut, gut eingerichtet. Sehr schön. Ja, das ist wirklich ordentlich. Ja, ich bin zufrieden. Er ist zufrieden, es ist gut. Lame. Moment. Lame. Nun gut, also dann würde ich sagen, ich habe auch nichts daran hinzuzufügen, das ist ordentliche Arbeit, da kann man überhaupt nichts sagen. Der hat sich auch vieles von uns halt abgeguckt, also halt auch mal sich inspirieren lassen. Da stimmt die Technik, da stimmt das Interieur, da stimmt eigentlich so ziemlich alles. Ich finde es auch ein bisschen niedlich teilweise vom Exterieur her, weil es ist so ein bisschen Georgic-haft, so diese letzten Wildstar-Liner, die es gab, so ähnlich sieht das aus. Lin, du wolltest was sagen. Es waren einfach viel, also man hat gemerkt, dass von vielen verschiedenen Schiffen was eingeflossen ist. Also man hat ganz viel Empress of Island gesehen und so weiter und so fort und vor allem Quetta ganz viel. Und ja, ne, lauter solche Sachen halt. Das ist ja auch, wie man bloß so massenhaft aus so einer kleinen Quetta in so ein Schiff einbauen kann. Das ist ja wirklich, also das ist fabelhaft. Das ist. Wo gehen Sie? Ne, die Zeit nehmen wir uns jetzt. Lame. Gut. Also, ich darf mich dann auch wieder verabschieden und wir werden voneinander wieder hören beim nächsten Kandidaten, wenn es wieder heißt Let's Show Your Minecraft Chip. Bis dahin, Leute.